Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein ganz ungewohntes Bild, weil der Daniel steht nämlich vor mir und ich bin hier hinten im Helm. Boah, Junge! Hi Olli! Junge! Boah, Tankanzeige ist an? Tankanzeige ist an, ja. Uff, 102 ist dran. Perfekt. Und wenn man das ganz vorsichtig runterdrückt, dann läuft es daneben. Das ist halt geil. Hast du gerade den Schlüssel verloren? Hi Olli! Oh, fast abgedrückt! Nein, abgedrückt! Oh nein! Ist das peinlich, Junge! Und rot! Nein! Oh, Junge! Das Coole ist, ihr habt es gerade gehört, der Daniel ist auch dabei. Und wir zwei sind hier auf dem Weg und fahren Motorrad. Der Daniel steht an der BMW. Und ich habe meine Handschuhe hinten an der Panigale liegen, denn wir haben heute Motorräder getauscht. Wir sind erst mit unseren Motorrädern losgefahren und haben dann die Fahrzeuge getauscht, um mal zu schauen, wie viel Unterschied steckt dazwischen. Ja, ich meine, Daten sind ja mal eine Sache, wie viel Leistung was für ein Motorrad hat, aber es gibt ja auch ein Fahrverhalten. Ist die Pani auch tatsächlich das richtige Fahrzeug gewesen für den Anfang? Wie ist es vom Fahrverhalten? Was sind generell die Unterschiede? Daniel steckt mit in meinem Helm. Geil. IT-Schmand, IT-Fuchs. Wir haben gestern 5 Stunden gesessen und haben Helme verkabelt. Ruf mich an. Klingelt das jetzt im Helm? Daniel Fuchs. Daniel Fuchs. Fuchs, geh mal raus. Junge, krass, ich höre dich einfach. Ey, das müsste jetzt auch auf der GoPro drauf sein, ne? Oh, wie laut ist das bitte? Du ich höre dich, warte. Oh Gott. Oh Gott, mein Ohr ist umgeknickt. Ich bin jetzt das erste Mal das Ding gefahren, das genau. Ist bei mir und du fährst jetzt V2 und jetzt fahr dein Senf zu V2. Ich bin gespannt, was korrekt du sagst. So sieht's aus. Oh, guck mal, wenn sie beide hier so stehen, ne? Okay, ich komme. Das ist schon wunderschön. Muss man einfach mal, muss man sich nehmen und muss sich das Ganze einfach mal anschauen, wie hübsch das ist. Das ist schon gut, ey. Boah. Oder? Junge. Auf geht's. Panigale V2, boah, da muss man mal schon sagen, das ist schon ein männliches Geräusch, wenn man das Ding anschmeißt. Im Stand ist die geil, ne? Warte, wo bist du? Ich muss hinterher. Boah. Das ist, boah, das ist halt ganz anders. Pass auf, ich fahr vor. Das Einlenkverhalten, das sind Welten. Du wirst wahrscheinlich gerade merken, dass es bei dir einfacher geht. Aber so richtig wirst du das erst merken, wenn du gleich wieder auf der Pani sitzt. Ich wollte gerade schalten, aber war es bei 4000. Gucken wir uns mal eben erst hier die Straßen an. Ah, die sind nicht optimal. Bisschen Laub hier, hä? Hier ging es wieder, aber gleich. So. Was sagst du zur Sitzposition? Sitzposition ist mega. Also du hast halt einen anderen Kniewinkel, aber das wird was damit zu tun haben. Aber weißt dass du, was ich die Guinness-Anlage drauf habe. Was ich zum Beispiel an der 959 und auch an der V2 so geschätzt habe, beziehungsweise an der 959 schätze, ist, dass du nicht so viel Platz auf der Sitzbank hast und du musst dich gar nicht so doll bewegen. Ja, weil also, du sitzt schon relativ weit hin. Also ich kann auch schon rutschen, viel vor und viel zurück, aber der Sitz ist anders. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen neidisch, weil erstmal ist der nicht so hart wie von der BMW und ich muss sagen, ich sitze richtig fester auf dem Sitz. Ja. Bei der BMW rutsche ich tatsächlich auch sehr, finde ich ein bisschen schade. Du hast einen ganz anderen Stoff, was ist das, so ein bisschen so eine Art Alcantara? Es ist, glaube ich, so Alcantara, keine Ahnung, so Racetex-Zeug, weißt du? Sehr, sehr viel besser wie mein Sitz hinten. Ich finde den von der BMW sehr hart, wäre natürlich für die Rennstrecke gut und ist auch ein bisschen wahrscheinlich vom sportlichen Aspekt her härter gemacht. Aber der Bezug ist echt schlecht, weil ich sitze richtig fest, auch wenn ich jetzt eine Hand hier lose habe, was man nicht machen sollte, aber einfach mal, um das zu testen, rutsche ich nicht hin und her. Boah. Junge! Oh, Digga! Was war das denn? Ich bin fast vom Moped gefallen, Alter. Boah, das geht aber ab, ey. Brüllt ihr bei mir auch schon? Alter! Alles klar. Geil. Was sagst du zum Thema Blipper Quickshifter? Pani funktioniert gut, oder? Sehr gut, funktioniert sehr, sehr gut, wirklich nicht hakelig. Ja. Bei mir ist halt das Problem mit dem Neutralgang, das ist halt echt schlecht. Aber sonst funktionieren beide gut. Wie kommst du mit der Gasannahme klar? Also der Blipper funktioniert so sauber, ne? Mega, ne? Das denkst du oder das traust du der
Panier nicht zu, wenn du diese Motorcharakteristik, weil das halt doch schon ruckelig ist, aber das Ding schaltet so sauber runter. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Der Quickshifter sowieso, aber beim Blipper hätte ich gedacht, dass das hakeliger funktioniert. Ja. Ui, Neutralgang, was ist da los? Oh, perfekt. Getriebe kaputt, du zahlst. Also wenn du ein bisschen am Gas hängst bei dem Fahrzeug, ist es schon, ja, ich will nicht sagen ein ruhigeres Fahren, aber du merkst halt schon, wenn du jetzt so ein bisschen, die Drehzahl geht raus, das Ganze ist ein bisschen untertouriger, dann wackelt schon das ganze Motorrad. Ne? Du merkst es an den Spiegeln, du merkst es an der Verkleidung. Das hast du bei der BMW zum Beispiel nicht. Aber dadurch, dass es ja auch vom Motorrad untermotorisierter ist, kommst du unten so ein bisschen besser weg wie bei der BMW. Ja, ich muss aber sagen, glaube ich, ich bin ja jetzt auch das erste Mal quasi keine Ducati gefahren und muss sagen, dass, glaube ich, für jemanden, der noch ganz frisch auf dem Motorrad ist, so wie ich, so ein Motor hier einfacher zu fahren ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, ich habe es in deinem Video ja schon, also meine Sicht dazu erklärt, ich finde, es ist eins der sichersten Motorräder überhaupt. Krass. Aber du hast halt einfach die Leistung dahinter, was halt das Ganze wieder gefährlicher macht, wenn du nicht damit umgehen kannst. Ja gut, die Leistung macht es gefährlich, bin ich bei dir. Aber die Leistung kommt auch erst so spät, dass du es dann auch wirklich provozieren musst. Ne? Korrekt, richtig. Also du hast ja jetzt hier, das war jetzt Vollgas. Ja. Und da springt die Pani halt schon eher nach vorne. Genau, richtig. Vom Sitzen her, ich meine, das ist schwierig jetzt zur BMW zu sagen, weil ja die Gillis-Anlage drauf ist. Hier ist eine originale, aber ich finde es okay. Ne? Von der Scheibe, das ist ja die originale Scheibe, die drauf ist. Die hat halt echt schon eine schöne Form. Du kannst dich super hinter verstecken. Und ey, ich muss echt sagen, also Quickshifter und Blipper funktioniert viel besser, super, als ich das dem Motorrad zugetraut hätte. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Butterball. Das ist super. Das ist auch ein riesen Unterschied zum Zubehörblipper bei der 959. Ey, das Ding funktioniert butterweich. Genau, da hast du den direkten Vergleich zur 959 mit dem Zubehörblipper. Das wird wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte sein. Was immer bei V2 geil ist im Standheld. Dieses wunderschön, das hat sie halt nicht. Das ist geil. Da musst du für hochjagen. Aber dafür kommt oben richtig rum. Wahnsinn, also es fühlt sich echt an, als hätte ich weniger Luftdruck wie in der BMW. Okay. Da wäre jetzt natürlich klasse, im direkten Vergleich zu haben, dasselbe Motorrad nochmal mit Carbonrädern zu fahren. Ja gut, Carbonräder machen bestimmt was aus. Ne? Ich meine, kosten auch wahrscheinlich 4 Mille. Was kosten Carbonräder? Weiß ich gar nicht. Boah, ich glaube bei Thyssen bist du um die 2,5 pro Rad. Aber die sind doch schon nicht lieferbar oder sowas, oder? Aktuell ist fast gar nichts lieferbar. Ja. Ey, wenn ich hier meine Hände vom Lenker nehme, da muss ich schon aufpassen, weil das Ganze so ruppig läuft. Ja, gut, Ducati. Aber ich muss ja dazu sagen, ich bin auch schon andere Ducatis gefahren, wie zum Beispiel eine Monster S4 RS, ein alter Tesla-Stretta-Motor mit richtig Trockenkupplung. Also dahingehend ist das hier echt ein Kinderspiel, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade die ganze Zeit bei 4000 Drohnen gefahren und das ist ja der Moment, wo du meinst, die nagelt so doll, ne? Ja. Die nagelt auch wie sonst was, aber ich finde es trotzdem nicht störend. Also mich würde es... Also hier im Vergleich, ich meckere ja dauernd über das Nageln bei dem BMW. Hier muss ich schon sagen, habe ich durchgehend Power in den Ohren halt, ne, vom Motor. Aber das ist auch wieder ein anderes. Das ist so ein dumpfes Geräusch. Da ist das Nageln so ein hoher Ton. Das fühlt sich gleich an, als wenn ich gleich schalten muss. Und du hast halt hier das Laute, aber das stresst den Kopf nicht so. Die Ampelphasen sind so kurz, ich krieg den Leerlauf nicht rein. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich hab, das geht hier übrigens butterweich. Boah, ich habe Heizgriffe. Digga. Du hast Heizgriffe. Ist natürlich in der Jahreszeit geil. Ey, die habe ich angemacht, das erste Mal. Mal gucken, ob ich das merke. Was natürlich jetzt nochmal richtig interessant wäre, wäre so ein bisschen in diese Einstellmöglichkeiten zu gehen, wie zum Beispiel Motorbremse etc., wie stark die sich verändert. Aber dann haben wir ein Video von 2 Stunden wahrscheinlich, aber das ist ja bis ich das verstanden habe. Wie bei den ganzen neuen Motorrädern, du kannst ja jeden Scheiß einstellen. Ja. Oh, perfekt, wieder Leerlauf reinmachen. I love my life. Ich roll einfach so hinterher. Das ist krass. Also das Schätzchen ist schon klein und kompakt, ne?
Ist es so? Guck mal, ich passe da gut drauf, ey. Ja. Zack. Also wenn du mal so schaust, ist das, wie ist das für dich, wenn du von der 959 und der V2 von der Leistung? 9,5 gleich. Gleich? Ja. Weil ich muss schon sagen, wenn ich jetzt von der Rennstrecke vergleiche, vielleicht geht die noch einen Ticken besser. Die geht noch einen Tick besser wie die 959. 959 oben rum, aber unten rum geht die gefühlt besser. Wahnsinn, wir reden halt relativ oft auf der Rennstrecke, wenn der Daniel die 959 fährt und er hat Kurven, wo er in den zweiten Gang vorher schalten muss. Das ist manchmal so aggressiv, dass er die im dritten nimmt. Und dann sagt er kommt nicht aus der Kurve raus, was ich hier gerade voll nachvollziehen kann, weil da fehlt einfach Leistung. Ja. Du hast halt dieses, das ist der Unterschied zur BMW. Du hast, wenn du bei der BMW am Kabel ziehst und es kommt diese Leistung, diese unfassbare Leistung, dann kommt auch ein richtiger Schub. Und da hast du bei der Pani halt tatsächlich echt mehr Zeit, einfach den Gang auszufahren, weil die am Ende nicht mehr so schiebt. Die wird ruhiger oben rum. Sag mal ganz ehrlich, wie geil sind denn bitte Heizgriffe? Boah, Junge, die brennen mir die Pfoten weg. Hab ich keine hier? Hab ich keine? Nein, du hast keine, Mann. Warum? Ey, mega. Also dieses Stoßgas untenrum, das ist schon... Ist gut, ne? Aber da fehlt dann halt was, ne? Es kommt nichts hinterher. Also der Kniewinkel ist auf jeden Fall entspannter. Ich würde sagen, bei mir, da bin ich nochmal gute 2 cm, vielleicht 3 cm, würde ich schätzen, sitze ich höher. Habe ich die Knie mehr angewinkelt. Soll ich dir mal sagen, die Punkte, die meisten YouTuber, Motorradtester an der V2 als negativ bemängeln, ob du das jetzt sagen würdest, das ist ein Punkt? Was denn? Also, Punkt 1, Hitze. Hitzeentwicklung unter dem Sitzbank. Finde ich zum Beispiel, ja, die ist warm, aber das ist jetzt auch nicht katastrophal. Muss ich auch sagen, finde ich relativ entspannt. Ich meine, wir haben jetzt keine super heißen Temperaturen. Ist warm, ja, das ist korrekt, aber ich komme auch von der R1, die Auspuffanlage sowieso immer unterm Hintern hat. Und ich bin aber auch zum Beispiel eine 1199 oder eine 1299 gefahren, wo das schon knackig heiß wird. Alter, fliegst du hier vorbei. Es ist ein schwieriges Wetter, um das zu vergleichen, weil es halt auch relativ frisch ist. Was haben wir denn hier? Haben wir hier eine Temperaturanzeige für außen? Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Aber haben wir? Egal, bis ich das erklärt habe, Junge. Ach so. Aber Digga, meine Hände schwitzen. Nächster Negativpunkt, dass manche sagen, die Sitzposition ist ziemlich brutal. Ich finde die auch nicht entspannt. Aber ich finde auch Supersportler. Es ist ein Supersportler und dafür, dass es viele sagen, dass das sau krass ist, finde ich es okay. Also auf jeden Fall. Also ich kenne auch in diesem Fall wieder andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel eine R6 oder eine R1, die halt deutlich aggressiver im Handgelenk hängen. Und wie gesagt, mit der BMW, ich habe noch einen spitzeren Kniewinkel. Obwohl, also es ist halt auch eine Zubehör-Rassenanlage, ne? Ja, Zubehör-Rassenanlage. Genau. Ich mag das eigentlich. Es ist natürlich auch wieder typenabhängig, worauf du stehst. Aber ich finde das hier nicht schlimm, es ist keine Honda. Eine Honda, wenn du eine Fireblade siehst, die sind super entspannt vom Sitzen her. Aber das finde ich nicht schlimm. Überhaupt nicht. Ja. Es kommt halt auch immer auf die Leute an, wer sagt das mit der Hitzeentwicklung oder mit dem. Von welchem Motorrad kommen die anderen Leute? Du siehst ja selber, wenn du von der Pani auf die BMW gegangen bist, dass da schon einfach ein Unterschied ist. Wenn du einen direkten Vergleich hast. Und wenn jemand sein eigenes Motorrad gewohnt ist, dann ist der Unterschied halt nochmal viel, viel größer. Ich muss sagen, es fährt sich entspannter, bin ich ganz ehrlich. Also eine Doppel-R ist entspannter als so eine Ducati. Ja. Das ist eine kleine Diva. Das ist korrekt, aber ich finde es sehr interessant mit der Leistung halt. Wie die oben rum, wie lange du die kontrolliert drehen kannst halt, ne? Ja, ja. Und sie halt echt scheppert. Aber, also Heizgriffe sind schon jetzt nicht so scheiße, ne? Ey, es gibt nicht so an, Alter. Ja. Heizgriffe. Demnächst fährst du mit Badelatschen. Wir haben jetzt angehalten, weil der Daniel gesagt hat, mit Griffheizung fahren wäre natürlich mega geil. Du Pisser. Du Trickser. Komm direkt weiter. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Also wir tauschen jetzt wieder zurück. Einfach, um zu schauen, wie ist das Ganze rückwärts. Ne, das ist einmal der direkte Vergleich, fand ich schon krass, weil das Motorrad sich ganz anders anfühlt vom Knieschluss.
und auch vom Einlenkverhalten. Und wenn wir jetzt direkt wieder rückwärts tauschen, bin ich gespannt, wie es sich anfühlt. Boah, ist die viel tiefer. Es ist anders, ne? Boah, jo, guck mal, wo ich mein Bein hab. Boah, ist das anders. Alter. Ey, der Gasgriff, ey, das fühlt sich ganz anders an. Boah, ist das warm. Ist das warm an den Händen. Schön, ne? Boah. Aber dafür habe ich jetzt die Arschheizung. Die ist ey, super. Bitte teste mal einmal dein Einlenkverhalten gleich, wenn du losfährst. Okay, ich finde aber, dass man auf der Pony auf dem Vorderrad liegt. Ja. Also, dass du mehr auf den Handgelenken. Ja, aber dass du auch mehr auf Racing-Position vom Oberkörper. Nicht von den Füßen, sondern von wie hoch, also Heck zu Lenker. Ja. Ich hänge hier mehr vorne drauf, dass ich so wirklich denke, wow. Das ist korrekt. Also, da sitzt du sehr gut drin. Das ist richtig. Also, doch schon mehr auf den Händen, doch. Ja, auf jeden Fall. Mehr auf den Händen. Boah, okay, pass auf, das ist interessant. Also ich gebe dir recht, dass die Doppel-R viel schneller in eine Kurve fällt, durch die Felgen und weniger rotierende Massen. Ja. Aber ich persönlich, weil ich es jetzt gewöhnt bin, fühle mich hier mehr zu Hause, weil das nicht so schnell geht und ich habe mehr Vertrauen. Weißt es ist du, stabiler. Es ist stabiler. Ich merke jetzt gerade, weil ich frisch da drauf sitze, dass das wirklich wackelig ist, weil es so einfach geht. Richtig, das war auch mein Wort gerade, wackelig. Genau, das, wirst das bestimmt ist halt besser, wenn du dich dran gewöhnst. Genau. Aber wenn du dann hiervon kommst, dann denkst du darauf, oh, das ist zappelig alles. Ja, hier. Das habe ich gerade das Gefühl. Aber auf der okay. V2 liegst du mehr auf Handgelenken. Auf jeden, also das ist richtig. Das ist aggressiver. Aber ich finde es nicht so schlimm, dass es unerträglich ist. Es kommt ja auch wieder dabei darauf an, was machst du, wie fährst du mit dem Ding? Es ist halt einfach letztendlich ein Sportmotorrad. Ja. Und das darf man einfach nicht vergessen. Boah, ich sehe gar nichts, ey. Ah, okay. Da muss ich sagen, da ist der Blipper bei der Pani noch entspannter wie bei der BMW. Ja, finde ich auch. Oder? Ja, Pony ist saugeiler Blipper. Ey, Wahnsinn, da boah, muss ich schon echt sagen, bin ich echt begeistert von. Und wenn ich hier sitze, tut mir direkt der Arsch weh. Aber ich muss sagen, optisch in Schwarz, die darfst du nicht verkaufen, Mann. Die ist viel zu schön für alles. Oh. Das ist ja so ein schönes Bike, Alter. Ich war eigentlich fest entschlossen zu sagen, komm, das Motorrad kommt weg und nächstes Jahr kommt was Neues. Aber jetzt habe ich sie halt gerade gesehen. Und dafür bist du ja eigentlich zu wenig gefahren, Mann. Boah, wie das im Rückspiegel aussieht, ne? Alles klar, okay. Da steht der Olli. Der Olli macht Feierabend. Oder? Oh, gut, dass du das sagst. Perfekt. Alter, ich habe keinen Schlüssel mit. Boah, danke, ey. Junge, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe keinen Schlüssel mit. Normal nehme ich den immer mit. Ja, deswegen. Ich hatte jetzt mal gedacht, warte noch einen Moment. Boah. Ey, noch nie. Ich nehme den eigentlich immer mit. Boah, gut, dass du auch fragst. Ich hätte auch jetzt nicht dran gedacht. Danke. Auch das haben wir überlebt. Und das war interessant. Und das war richtig interessant. Wir sind zurück. Viele Gedanken im Kopf. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ich würde sagen, wir müssen mal damit anfangen, dass das hier zwei komplett verschiedene Motorräder sind. Wahnsinn. Dann habe ich das Video gemacht, um so ein bisschen einen Vergleich zu finden. Vergleichen kann man das gar nicht. Nein. Die sind komplett verschieden. Es ist von der Motorcharakteristik, es ist vom Fahrwerk, vom Einlenken durch die Räder. Es ist ein komplett anderes Motorrad. Oder es sind komplett verschiedene Motorräder. Das kann man nicht vergleichen. Ich kann auch nicht sagen, was jetzt unbedingt das schlechtere oder das bessere Motorrad ist. Es ist anders. Genau. Es ist komplett anders. Die Pani, vom Motor her viel zickiger. Da ist die BMW gegen ganz entspannt. Das ist natürlich dem Motor geschuldet. Ja. Ist aber obenrum fehlt es dann halt einfach an Leistung. Und es ist dafür, dass du diesen krassen Motor hast, ist es halt mega kontrollierbar. Obenrum im Gegensatz zur BMW. Wenn du jetzt auf der Rennstrecke ist es wieder ganz anders, weil du halt freie Fahrt hast. Aber wenn du so wie in der Stadt und du hast mal gerade ein bisschen am Gas gezogen, dann kommt irgendwann der Moment, wo das Ding nach vorne schiebt und du sagst, okay, stopp, 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 wir müssen ein bisschen ruhiger machen halt, ne? Weil dann irgendwann so ein krasser Punch kommt. Und das hat sie obenrum halt, finde ich, nicht mehr. Viele sagen ja, ab 8000 geht das Ding erst ab.
Aber du hast ja nur von 8 bis 11. Also genau. Ab 8 kommt auch nochmal was, aber du musst halt viel früher schalten als bei okay, denen, ne? Die Möglichkeit habe ich jetzt gerade eben zum Beispiel nicht gehabt halt. Ne? Ich habe halt echt so ein bisschen mageres Gefühl gehabt oben rum. Ja, es ist weniger Leistung als das, 100%. Genau, das klar, es ist natürlich auch ein kleinerer Motor. Ne? Aber da finde ich, dass sie untenrum mehr nach vorne geht wie sie. Sie kommt halt direkter. Untenrum, Newtonmeter, so Drehmoment, weißt du, untenrum so, da macht das richtig Spaß. Ne? Aber genau, oben, korrekt. Also man redet ja hier von... Ne, also es ist ja Landstraße für ein bisschen rumfahren, genau. Ist das so immer noch zu viel. Ne? 100%. Also ist alles zu viel. 100%. Aber du hast natürlich recht, wenn du dann darauf sitzt, also ich hatte das ja das erste Mal so ein Gefühl, weil ich noch nicht 1000 gefahren bin, du fährst, bis im dritten Gang, gibst Vollgas, kommt gar nichts. Nein. Von 4 bis 7000 oder so, da denkst du, habe ich irgendwas falsch gemacht oder sowas? So, was dann ab 8000... Mal, wenn du auch das gewohnt bist. Ne? Genau. Und was dann ab 8000 passiert, ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja. Aber ich muss sagen, auch linear. Das geht dann. Und dann ist richtig Power. Und du hast aber nicht dieses, was ich geil finde, weil das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt, dieses, dass du so Gas gibst, da kommt nichts und auf einmal geht das dann warm. Nee, es steigt linear an. So komplett linear, das finde ich geil. Ja, ich bin zum Beispiel gerade auch, wo ich hier hochgefahren bin, ne? Es ist halt durch diese ganze Elektronik, es ist halt super kontrollierbar, wenn es nach vorne geht. Es bricht dir nichts aus, es schlackert dir keinen Lenker, so wie bei der 2012er S1000R auf der Rennstrecke. Das hast du hier nicht, wobei da auch nochmal anders am Gas gezogen wird, wie hier irgendwie in der Stadt. Ne? Hier bist du viel gerade, hier arbeitest du nicht so viel mit dem Körper wie auf der Rennstrecke und bringt halt auch nicht so viel Unruhe rein. Das ist komplett anders. Aber es ist ein mega Motorrad, muss ich sagen. Ich verstehe jetzt auch, warum so viele Doppel-R fahren. Das ist 100%ig verständlich. Gasannahme, Kontrollierbarkeit. Und ich würde sogar sagen, wir haben ja einen Kumpel bei uns im Freundeskreis, der hat sich das Ding als erstes Moped geholt. Ja. Und der Marc ist, glaube ich, 45 oder sowas, hat gerade angefangen Moped zu machen, hat sich die Doppel-R geholt. Und ist gleich in Hockenheim gefahren. Ne? Aber jetzt verstehe ich das, warum er das auch überlebt hat. Ne? Hat er sowieso, aber klar, Instruktor geführt. Aber warum er auch runterkam und keinen Schiss hatte, nichts, weil das ist beherrschbar. Korrekt. Das ist beherrschbar. Das fährst du. Korrekt. Ich will nicht sagen entspannter, aber unaufgeregter unter einem bestimmten Drehzahl-Level als das. Ich glaube, dass du jetzt so ein bisschen auch diesen Eindruck hast, wie ich ihn bei der Pani hatte, bei der 44S, als ich auf die Rennstrecke gefahren bin, weil es halt einfach ein super modernes Motorrad ist und diese ganze Elektronik und dieses ausgeklügelte Fahrwerk, alles was da drin ist, die Leistung, das habe ich halt bei der V4S gehabt, ne? Im Gegensatz zu der anderen vorher halt. Ne? Aber das, wie ist das zum Beispiel bei der RN22? Die hat ja genauso, fast genauso viel PS. Die hat genauso viel PS, richtig. Das war auch wieder von der Motorcharakteristik her ganz anders, weil du halt diesen Big Bang Motor hast und diesen Hubzapfenversatz. So, dass du unten Rauschen hast und dann oben rum auch noch so? Die RN22 oder generell dieser Big Bang Motor, der hat halt eigentlich immer Feuer. Aber nicht so krass wie die Panigale. Die Panigale schiebt krass untenrum durch den V-Motor. Das hat die Doppel-R halt nicht. Aber ich würde sagen, um es abzuschließen, warte, eine Frage noch, bevor neue Mopeds kommen. Welches Moped würdest du sagen, ein Fahranfänger kommt damit besser klar? Oder jemand, der noch nicht so das gewöhnt ist? Und was würdest du empfehlen? Schwer auch. Finde ich auch eine ganz schwierige Frage. Ja. Ich sage, dass die BMW zum Fahren ein sehr einfacheres Motorrad ist. Gib ich dir recht. Weil sie leichter losfährt. Ja. Aber... es ist zu leicht, einfach diese Leistung rauszuhauen. Ne? Man will, man zieht und man verschätzt sich. Der Mensch, der verschätzt sich. Und das ist dann halt wiederum sicherer bei der Pani. Ich glaube, da würde ich genauso sagen. Ich glaube, die BMW ist leichter zu fahren. Von diesen ganzen Vibrationen und so, dass du nicht schöner, aber leichter. Genau. Aber wenn dann die Leistung kommt, dann ist Terror. Und wenn du das nicht gewohnt bist, ist es Terror. Genau. Und das hast du dann hier nicht so krass. Das Problem ist, dass du dich halt auch einmal verschätzen musst. Nur einmal. Und dann ist es dass es in die Hose geht. Und dann hast du dich halt einmal zu viel verschätzt. Ja, krass. Ja, drehen wir bald mal eine richtige Tour. So sieht's aus. Freue ich mich drauf. Geil. War heute schon sehr cool. Voll, Alter, mega. Erster Dual-Block. Erster Dual-Block. Kommentar bitte alles sagen, ob gut war, nicht war, Ton korrekt. War. Korrekt. So. Ton, haben wir gestern 4 oder 5 Stunden dran gesessen und den Helm zusammengebaut, der heute übrigens richtig eng war, überall. Aber trotzdem, haut's mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht auch in Zukunft sehen möchtet. Wir haben jetzt Winter, wir haben jetzt Zeit. Wir müssen weiter. Da kommt auch noch ein Video drüber. Was Winterpläne? Kommt noch genau, Video. Korrekt. Wegen Umbauten und so, ne? An der 959, an der Doppel-R und so. Boah. Ja, man, ich dachte, wir haben jetzt mega viel Zeit, aber ich glaube, das wird gar nicht so viel Zeit sein. Stressig, ja. Blipper liegt am Tisch. Blipper für die S1000R liegt schon auf dem Tisch. Selber einbauen. Den bauen wir ein und selber abstimmen. Viele Kabel, ja. Alles klar. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Geil, wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.